Herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Donnerstag. Unsere Themen: Verdienstzeichen für Landeshauptmann Peter Kaiser, Antrittsbesuch der amerikanischen Botschafterin, akademische Feier und Jahresversammlung der bäuerlichen Direktvermarkter. Ganz besondere Ehre wurde Landeshauptmann Peter Kaiser kürzlich in der slowenischen Hauptstadt Laibach zuteil. Er wurde vom slowenischen Staatspräsidenten Borut Pahor mit dem Goldenen Verdienstorden ausgezeichnet. Gewürdigt wurden insbesondere seine Bemühungen zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Slowenien und Österreich. Gleichzeitig geehrt wurde auch Massimiliano Fredriga, Präsident der Region Friaul-Julisch-Venetien. Ihren Antrittsbesuch bei Landeshauptmann Peter Kaiser absolvierte kürzlich die Botschafterin der Vereinigten Staaten von Amerika, Victoria Reggie Kennedy. Gesprächsthemen waren unter anderem die internationalen und wirtschaftlichen Kooperationen, der Technologiesektor, aber auch der Krieg in der Ukraine. Grund zum Feiern gab es diese Woche in der Gustav Mahler Privatuniversität. Im Rahmen der zweiten akademischen Feier nahmen 18 Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlussdiplome entgegen. Übergeben wurden die Zertifikate von Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, Rektor Roland Streiner sowie den Studiendekanen. Zu seiner Jahreshauptversammlung ins Bildungshaus Schloss Krastowitz lud kürzlich der Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter Kärnten. Mit dabei war auch Agrarlandesrat Martin Gruber, der die Wichtigkeit der hochqualitativen heimischen Produktionen betonte. Mehrere Betriebe durften sich über das Gütesiegel Gutes vom Bauernhof freuen. Noch ein Hinweis am Schluss. Am Montag eröffnet das neue Landesmuseum. Der Eintritt ist in der ersten Woche kostenlos. Schauen Sie vorbei. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen.